Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zu GTA 5, sozusagen dem mehr oder weniger kleinen Finale. Ich habe die erste Staffel, oder die erste Staffel, die erste Folge, so das Intro, das Tutorial, habe ich euch ja schon mal gezeigt. Und da habe ich ja mal so ein paar Basics kennengelernt und dann dachte ich mir, ah, den Rest mache ich einfach mal so zwischendurch, ohne das aufzunehmen, habe es dann öfter mal gestreamt. Und ja, nun ist es soweit. Ich habe GTA 5, naja, fast durch. Also ein großer Teil ist durch. Und wie gesagt, jetzt kommt die Mission. Das Ding heißt das große Ding. Und da geht es darum, sozusagen die Zentralbank zu überfallen. Ja, es wird jetzt ein bisschen gespoilert. Also, falls ihr GTA 5 noch in Ruhe spielen wollt, es kann sein, dass ich auch mal die ein oder andere Mission noch mit aufzähle. Na, also dann passt ein bisschen drauf auf. So, jetzt geht's auf jeden Fall los. Ich habe die Vorbereitung, habe ich glaube ich schon mal abgeschlossen. Und ja, ich bin gespannt, ob's klappt. Verzeihung. So, dann geht's mal los. Das ruckelt gerade ein bisschen, was ist da los? Alter, nicht gut. Moment mal eben. So, ich hoffe mal, das wird jetzt ein klein bisschen besser. Komisch eigentlich, ich habe 60 FPS, was ist da los? You saying don't panic makes me want to panic. All right, here we go. This is it. All right, all right. I see the vans. Rock and roll. Rock and roll. Seriously? Let's go. Drop the stinger. Now keep driving. They should go over it. Casey, get in the fucking truck. Let's go. Go, 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 get in. Let's go. Go. Come on. Let's go. Move. Your welfare. Quit whimpering. Union Depository, here we come. Okay, das ging schon mal gut. Shit, 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 shit. Relax, man. I'm the one who should be crapping myself. I'm about to rob the biggest bank on the planet. Fuck, fuck. Look, Casey. I need you calm. You're no use to me when you're freaking the fuck out. Where you want to be right now is useful. Yeah, right. Cool. Cool as a cucumber. Onion 86 in sight. Stand by. Hey.
I was expecting you like half a minute ago. Here you go. Gets me every time. Onion 86 in the building. Eggplant 22 inside. Stand by. They're here. Don't do anything stupid. Go, pal. Authorization? Good. 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 Access is good. Courtesy escort is go. Take us to it. Follow me. Kann übrigens immer wieder sein, dass da ganz kleine Lücken drin sind, ne? Dass ich ein Stück weiter vorne stehe. Ich muss ab und zu mal ganz schnell auf Aufnahme Stopp drücken, um euch nicht ins Ohr zu husten. How's things? Good. Yeah. Fine. How about the freeway is an absolute B star star CH today? Tell me when it isn't. And you gentlemen have to sit in those trucks, bored out of your mind, staring at more money than you know what to do with. Okay. Let's go. Mit dieser Smalltalk, der ihm aufgedrängt wird im Fahrstuhl, ist schlimm. In echt ist es ja ähnlich. Collection team is here. You ain't getting through that thing with a chisel. Hey. So, you know what to do. Uh-huh. Come on. Okay. Gentlemen? Oh, a job to do. Absolutely. Oh yeah. There is a lot of gold in here. We're just holding on to it for the Chinese. No, you ever want to keep it in the United States? Sure, take what you can carry. That's good stuff. Hey, come on, we got a schedule game. So what's that worth? Gold's trading at around 1,700 to 2,000 an ounce. 35 ounces a kilo, give or take. 1,000 kilos a ton, so that's... $200 million or thereabouts. Give me a sec. Yep, that sounds about right. Collection team has the cargo. Got many jobs after this? No, it's the last one. He's retiring. Exploring other opportunities. Hey, you know, your chance of an early death increases dramatically when you retire. Yeah, I'll bear that in mind. Ah, my back! This much metal ain't normal, is it? Quite irregular. Order came down this morning, but the computer cleared it. Well, let's hope no one untoward gets word. Er muss auch immer noch einen draufsetzen. Cargo's in the loading bay. Get her on board! Alright, come on, let's not take up any more of this gentleman's time than we have to. That's it! Let's go! Hey, I'm not feeling so well, and I thought maybe I could just, Casey, suck it up! You can't handle the hangover, Case. Do not overindulge. That's right, this man right here will teach you a little something about... moderation.
mission, Ro. You go on your way. Control, we got the metal. What's your situation? Not good, man. Meriwether know we took the UD. They out there looking for you. Fuck. You got a solution for this problem? We got this signal I had. I can use it to keep you away from them clowns. Fuck. Oh. Yeah, dog, we own. Okay, okay, okay. The link's active. Now you can control the traffic lights. Let's go. Good luck. Oha. Hey, we got it. Man, this shit seemed easy enough. Here we go. Die Falle steht von meiner Trevor, hilf ihnen. Ah ja, okay. Aber doch mal gucken. Meriwether coming from the east, dog. Okay, I gotta go east here. The light is green. Make a left, okay? Oh shit, more mercs coming from the northwest. Hit the indicator, you're going right. This one looks good. Nein. Ah, das war knapp. Okay, keep straight. Minor lag and execute. This one's clear. Yeah, go right at this junction. Hey, we flagged some bad dudes on the west. Now you gotta make a right here. Hey, Meriwether spotted on the south. Oh fuck, on the right. You about to see some action. Ah, okay, das darf man also nicht. Alles klar. Da hätte ich die weiterschicken müssen. Okay. Weiß ich Bescheid. Das machen wir doch gleich nochmal. Aber es ging schon gar nicht so schlecht für den ersten Versuch. So, und los geht's. Mercs coming from the east, man. We gotta head east at this junction. They're waving us through. Das ist mal auch eine coole Mission. Aber es ist halt typisch GTA, ne? Du hast echt alles drin. 3, 2, 1, done. Okay, look, so you're gonna go right at this one. Cool, head over this one. We got a green light. So, dann lasse ich die da einfach mal durchfahren. Okay, I got more heavies to the west. Hold on, there we go. Oh shit. Now this is a right, okay? One sec. Oh yeah. Oh man, south side heavies coming at you. Oh shit, look out. Alter Schwede, jetzt wird es aber langsam kompliziert hier. Oh shit, hoffentlich biegt er nach unten ab. Oh, jetzt bin ich. Ah, da ist das Ziel. Na, Gott sei Dank. Oh, jetzt wäre es aber fast knapp geworden. Oh. Komm schon, komm schon. Jawoll. Hammergut. Muscle up! You guys, redistribute the weight. Here they are. Hey, good work, F. Damn, I can't believe we got the metal. Damn right, all without firing a bullet. Ah, don't forget our case here, huh? The lead ain't gonna be wasted. No, no, please don't. No, wait. Biggest score of our lives, we ain't taking any chances. Sorry, Pally, well. It ain't a chance. Please, please. He's in on it. Huh? Get up. Hey, get up. You tell him something that ain't on the news already. This whole thing was your idea. Yeah, yeah, I understand. Not a word. Exactly. Yeah, I always jumped. I never saw a thing. Go!
fucking going as soft as that old flaccid boy in your pants. This divorce couldn't come soon enough. Fucking A! Yeah! Oh, man! Fuck! Work first, bicker later, man, all right? Oh, shit! Merryweather! Mercenary motherfuckers! Right, you, keep loading. We'll deal with this. Check's no good when you're dead, you ass! They're coming from the left! I'ma stay on the front, man. You guys take the fight. Fucking Merryweather! You're going to die, you pricks! I don't have a shot. Who can get this fucker? Wow, Entschuldigung, wenn ich gerade ein bisschen wenig rede, aber... Wo ist denn der? Oh, Franklin, Michael... So, wieder zurück. Oh, was macht er denn? Da ist er. Oh, shit. Who else should be fucking this up? So, erstmal die Nahkämpfer hier ein bisschen rausnehmen und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier die Sniper mal eben wegkriegen. Ah, fuck it. Alles nochmal? Alter Schwede, ey. Das geht aber auch ganz schön ab hier. So, eine ganz schöne Menge, ne?
Parameter war gar keiner, aber hier sind sie. Alter. We deal with the marks. We get out. Oh, mein Maus, mein Maus! Schade, ich wollte gerade ein bisschen flankieren hier. Na Mensch. So, ne, da kommt noch irgendwo was. Entschuldigung. Ah, wo bist du denn? So, und los geht's, Mensch. So much for the bulletless revolution. Man, we always getting fucked with. You, hold the perimeter. Everyone else, in your cars. We leave while we can. Hey, what's stopping me from riding off into the sunset, huh? With my saddlebags a-bulging. Lester's the only guy who can flip metal without making a noise, dipshit. You want to try? Be my guest. All right, lead the way. On me, people. Boah, alter Schwede. Okay, die Verfolgungsjagd muss ich leider mal kurz abbrechen. Warum auch immer das ruckelt, ich weiß es nicht. Sorry dafür, bis gleich. So, jetzt kann es wieder weitergehen. Ne, dort kann es wieder weitergehen. Also, Verfolgungsjagd ging soweit gut und ihr seht gerade diese beiden LKWs. Und ihr könnt natürlich denken, was passiert ist. Richtig. Im Tunnel in die LKWs reingefahren. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob es noch weitergeht oder ob wir durch sind hier. Die Verfolgungsjagd ging übrigens nicht mehr lange. Das waren vielleicht noch 20 Sekunden. Ich habe keine Ahnung, was da gerade mit meinem Rechner passiert. Aber eigentlich war das bisher noch nie das Problem. Sehr merkwürdig. So, ich werde jetzt mal eben mich zu Michaels Haus begeben und wenn wir da sind, denke ich mal, geht's weiter. Bis gleich. Lester, we have just made history. I don't want to ask a dumb question here, but where's the metal? I've got it on lockdown for a few days while I'm waiting for the go-ahead to melt it and move it. Where? Where? Mm-hmm. Exactly. Where is just the point. Let's say somebody gets pinched. Well, then where is the evidence? Or if anyone gets any silly ideas, then they'll just be futile. So we can take it easy, knowing that it's going to be a few days before Judas here shows his true colors. Really? Now? Yeah, now, sugar.
why don't you take a moment while you're sitting on that big fat pile of cash to chill the fuck out and realize what's done is done. Whatever you say. Well, this is a good time. Here's fuck you, man! Hey! God. For a couple of Midwest stick-up artists, you guys sure have become a pair of whiny West Coast douchebags! What the fuck is wrong with the West Coast? Oh, nothing. I love it here. Everyone's so numbed by the sun that if you use a three-syllable word, they think you're a professor. Man, fuck you. Yeah, fuck you, you high and mighty weasel! And you don't talk down them to these fucking idiots! Hey, leave Lester alone! Oh, you and Lester together? Oh, now that makes fucking sense! Oh, for fuck's sake, man! You all are assholes! Man, I gotta go calm down, homie. This shit was real illuminating. Na Mensch. Sollte das Ganze jetzt noch scheitern? Nee. Ich dachte, die streiten sich jetzt noch oder so. So, das große Ding. Ausgeführt. Raubüberfall ausgeführt. Caseys Anteil. 300.000. So, Michael, Franklin, Trevor bekommen 31 Millionen, Lester 24, Crewanteil 82 Millionen. Alter Schwede, das ist aber ordentlich. Na gut. Okay. So, dann werde ich jetzt mal hier eben rechts ranfahren und die Aufnahme beenden. Ja, ich hoffe, das ruckelt nicht allzu doll. Ich muss mir das gleich mal angucken. Und ja, ansonsten wollte ich einfach nur mal sozusagen die Mission von GTA 5 jetzt hier nochmal aufzeigen und herausheben. Und ja, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Und mein Fazit, also ich habe schon, weiß nicht, ich habe ja schon alle GTA-Teile vorher gespielt. Und für mich war es eigentlich klar, dass ich auch diesen Teil irgendwann mal spielen werde. Übrigens nochmal vielen Dank an Mario und Jasmina. Ja, die haben mir freundlicherweise das Spiel zur Verfügung gestellt. Das war natürlich ganz, ganz nett. Und ja, also auch das Spiel, auch dieses GTA, lohnt sich definitiv zu kaufen. Und selbst wenn jetzt sozusagen der Großteil der Story durch ist, werde ich auf jeden Fall noch weitermachen. Ihr seht, hier überall sind noch weiße Flecken, da war ich noch nicht mal. Und es gibt noch so sicherlich so einige kleine Sachen oder auch größere Sachen zu erkunden. Es gibt auch noch aber auf jeden Fall noch ein paar Missionen. Es gibt noch Immobilien zu kaufen und. Also selbst wenn ich jetzt durch bin, Multiplayer gibt es natürlich auch noch. Den werde ich dann hoffentlich demnächst mal mit den beiden auch ein bisschen andaddeln können jetzt. Und also ist auf jeden Fall einiges zu tun, wie auch in den Vorgängern. Und dementsprechend ist es auf jeden Fall auch mal wieder ein GTA, was sich wirklich lohnt. Ich muss sagen, es gab ein GTA, von dem war ich leider etwas enttäuscht. Das war, wie ist das noch? Episodes from Liberty City oder so ähnlich, in dem man keine Immobilien kaufen konnte. Das war ein wirklich trauriger Moment in der GTA-Geschichte, muss ich sagen. Das Spiel an sich hat auch Spaß gemacht, aber dieses nichts kaufen können an Immobilien, muss ich sagen, das war für mich wirklich ein Schock. Und deshalb war ich umso froher, kann man das so sagen, als es wieder hieß, in diesem GTA gibt es auch wieder Immobilien zu kaufen. So. Ja, also, es ist auf jeden Fall ein absolutes Must-Have, finde ich, gerade für alle, die natürlich auch schon GTA vorher gespielt haben, die aber auch auf Spiele stehen wie, jetzt fällt mir gerade nichts ein, Red Dead Redemption zum Beispiel ist ja eigentlich GTA in Wild West Manier und natürlich fällt mir jetzt gerade nichts anderes ein, aber jeder kennt GTA, da muss man halt nicht viel zu sagen. Es lohnt sich definitiv und auch wenn ihr jetzt Strategiespieler seid, wie auch immer, sowas hier ist einfach, man muss es im Regal stehen haben oder in der Steam-Bibliothek oder sonst irgendwo. Also, das gehört einfach dazu. So, genug der Lobpreisung dieses Spiels. 10 von 10 mindestens. Und ja, falls ihr es noch spielt, ich wünsche euch jede Menge Spaß dabei. Und falls ihr
einfach mal Bock habt, jetzt noch eine Runde Multiplayer auch zu daddeln, dann sagt gerne mal Bescheid, ne? Und ich weiß nicht, im Moment habe ich halt wenig Zeit, ich bin bisher auch noch nicht dazu gekommen, mit Mario und Jasmina zu spielen, leider. Das hat sich irgendwie noch nicht so ergeben. Aber ich hoffe, jetzt, wenn das mit der Hausrenovierung und der Krankheit und meiner Fortbildung wieder ein bisschen runterfährt, dann kann ich auch mal wieder ein bisschen mehr daddeln. So, lange Rede, gar keinen Sinn. Ich mache jetzt hier Feierabend, sage vielen Dank fürs Zugucken. Hammerspiel, Hammerspiel, Hammerspiel. Und macht's gut, bis demnächst. Ciao, ciao. So, jetzt doch noch ein ganz, ganz kleiner Nachtrag. Und zwar, nach der Mission hier gerade sollte Franklin ja, stand ein dickes grünes F über seinem Haus. Ich bin also zu ihm nach Hause gefahren. Und jetzt stand der Devin, keine Ahnung, wie er gerade mit Nachnamen heißt, da. Und ihr seht jetzt gerade auf dem Telefon, also er hat mich vor die Wahl gestellt: Trevor erledigen, Michael erledigen oder C, Todeswunsch, das heißt Trevor und Michael leben lassen. Und auf der Fahndungsliste stehen für überall. Ich bin natürlich jemand, der sehr loyal eingestellt ist und kein hinterhältiges Arschloch ist. Entschuldigung, wenn ich das mal so sage. Deshalb werde ich mich jetzt mal ganz konkret dafür entscheiden, die beiden leben zu lassen. Und ich hoffe mal, dass das gut geht. Ich bin gespannt. Franklin? Lester, dog. Man, we need to talk. I got a problem I need your help with. Man, actually, fuck it. Man, we all got a problem you can help us with. Calm down, all right? Come to my house. All right, I'm coming. Okay, ich fahre jetzt mal zu Lesters Haus und dann geht die Folge wohl doch noch einen kleinen Moment weiter. Mal gucken, bis gleich. Fuck do you think? Man, imagine a fucking scenario that will fuck things up the worst. Boy, my mind is just racing. But you know, I don't want to say something that's really exciting and then you have to act all deflated and say, no, it's just that somebody got the same tattoo I got. So why don't you just go ahead and tell me? Some motherfucker wants me to kill Michael. Some other motherfucker wants me to kill Trevor. I feel I can't kill both of them. Man, I'm fucked, man. I don't know what the fuck to do right now. Well, I can see that. Who are the motherfuckers? Steve Haynes, this angry motherfucker from the FIB. Yeah. Devin Weston, man. You know the, Oh, that angry that, rich fucker from whatever hole he hibernates in. Exactly. All right. I say kill Michael, then kill Trevor. Man, are you for real? You're fucked, you know? I don't know. You know everything, dawg. I know, okay, but I'm sorry. I guess this is it. You know, I'm doing my best, man. I don't know how you can deal with both of them. I know, man. Shit. We're fucked. Every single one of us is fucked. Unless, okay, Steve Haynes is under a lot of heat because of the shootings at Court Center. And Devin Weston is A, known to be a major asshole, and B, known to be friendly with Don Percival, who runs Meriwether. I think, actually, Weston owns a piece of Meriwether. Right, 11%. Pretty good for a pseudo-liberal owning a private army. So, they would both love to be involved in capturing the bullion that we just lifted. If I tell them both that you boys are at the foundry in Marietta Heights melting it down, then maybe, both of them will pay you a visit and... Bam! We turn it into a bust. I ain't got no better ideas. All right, I'm gonna get in touch with Michael and Trevor. You go to the foundry, get yourself set up. I got you. What's up, homie? Man, things are kind of fucked up right now, dawg. It's all good, nigga. Who better to have in a fucked up situation than a fucked up fool like me? Man, that's what the fuck I wanted to hear. Hey, look, I'm coming to your crib to get your ass. I'm here. So. Also das hört sich doch jetzt mal ganz gut an, oder? Gut, dass Lester eine Lösung hatte. Und ich würde sagen, diese Lösung werde ich dann demnächst präsentieren. Oder? Erstmal kurze Pause, ich muss einmal was zu trinken holen. So, nee, also ich habe gerade mal geguckt, ich bin jetzt schon
doch etwas über 30 Minuten. Und das wird sonst jetzt zu lang. Das heißt, ich mache jetzt hier gleich erstmal Feierabend. Und dann geht es auf jeden Fall weiter. Und mal gucken, ob das klappt, dass wir die beiden großen Jungs da loswerden, die uns die ganze Zeit hier schon genervt haben. Wäre ja schön. Okay, gut. Dann sage ich jetzt aber, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und Hammer, 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 Hammer Spiel. Ne? Also hier das so unterschwellige Botschaften und so weiter, ne? Die sollen hier gerne mitschwingen. Hammerspiel. Alles klar. So, macht's gut und bis bald demnächst und wie auch immer. Ciao, ciao.